Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Ja, möchtet ihr die Instanz hier betreten? Nein, eigentlich nicht, oder? Ist nicht das, wo ich hin soll. Denn wir sind ja gerade dabei, persönliche Geschichte unserer Nekromantin. Und wir müssen hier nach unten durch den Spiegel, heißt das also. Ui, da haben wir einen weiten Weg vor uns. Da haben wir einen richtig, richtig weiten Weg vor uns. Mal gucken. Ah, das schaffen wir. Ich kürze jetzt hier einfach mal ab und springe einfach mal hier raus. Und machen wir mal einen etwas unkonventionellen Weg, um hier von dem Fort wegzukommen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir da heute erleben. Denn wie gesagt, wir schließen ja momentan die Level 80er Geschichte ab. Und ja, dann geht es natürlich noch viel, viel weiter. Wir haben halt wirklich sehr, 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 sehr viel, was wir machen können. Und ja, mal gucken. Ja, was die Infusion angeht, bin ich mir immer noch nicht so 100% sicher, ob wir sie lassen. Ob wir sie rausnehmen. Ich finde, sie ist halt schon irgendwie ziemlich cool. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, mal gucken, auf der haben wir sie ab, drauf. Ohne ist es halt ruhiger. Aber halt auch langweiliger, ne? Deswegen, ich bin immer noch so ein bisschen am Überlegen, ob behalten oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es hat was Cooles, aber. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es halt aber einfach nur gewöhnungsbedürftig. Wer weiß. So. Also, wir gehen einfach mal da in diese Richtung. Die Map-Erkundung lasse ich jetzt mal außen vor, weil, wie gesagt, wir laufen in die Richtung unserer persönlichen Geschichte. Die ist jetzt primär wichtiger. Und ja. Weil halt in Verbindung mit diesem Effekt vom Heuler ist halt die Schwubbelinfusion dann doch wieder ein bisschen too much. Ich glaube, ich nehme sie lieber runter. Und verkauf sie. Und ja, hab so ein paar Gold, mehr Gold, als hier mit der rumzurennen. Oder ich heb sie mal auf, falls ich sie vielleicht später auf einen anderen Charakter gebrauchen kann. Mal gucken. So, hier haben wir eine Wegmarke hier vorne. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Gleiten ein Stückchen, damit wir nicht so viel nass werden. Aber wenn wir einmal im Wasser sind, ist es auch schon wurscht. So, da läuft ein Event gerade. Geknickte Landzunge. Ist auch ein netter Name für einen Ort. Seltsam hier. Ist wirklich sehr seltsam hier. Das ist also die geknickte Landzunge. Für mich ist das ein untergegangener Tempel und keine geknickte Landzunge, aber alles klar. Gut. Oh, da wird mich was angreifen. Nein! Ich hab doch keine Zeit! Bin doch. Was? Aber das hat jetzt ziemlich krass wehgetan sogar. Okay. Ich hole mal mein Heal-Viech. Wenn es weitergeht, muss ich, glaube ich, gleich kämpfen. Nee, sie lässt mich schon in Ruhe. Alles klar. Dann geht das doch. Wo habe ich denn die zwei Macht jetzt herbekommen? Ich habe gar nichts gemacht. Auch nicht schlecht. Vermoderte Schlachtfeld entdeckt. Oha. Ja, man muss wirklich sagen, hier ist es nicht gerade schön. Ich. Warte, rufe ich AOE. Hier ist es tatsächlich nicht gerade schön. Hier ist es tatsächlich sehr vermodert. Gidi, gidi, gidi. Okay, Instanz betreten. Durch den Spiegel. Da bin ich mal gespannt. Ich kann mich halt nicht mehr so viel erinnern, was genau alles passiert ist. Wie gesagt, wenn man immer die Videosequenzen alles skippt. Durch den Spiegel lockt das Auge des Seitan an und tötet es. Trefft Trahörn auf dem vermoderten Schlachtfeld. Hallo Trahörn. Willkommen, Kommandeur. Ihr kennt die Junker Tequin und Karis noch? Sie helfen uns bei unserer Mission. Ich erinnere mich gut an sie. Heißt das, wir nutzen den orianischen Spiegel, um die Augen des Seitan anzulocken? Genau. Der Spiegel ist mächtig genug, um Seitans Aufmerksamkeit zu erregen. Und das heißt, dass er die Augen anziehen wird. Dann schlagen wir zu. Wir schließen Seitans Augen für immer. Ein solider Plan, aber ich mache mir Sorgen. Das Artefakt ist mit Orr verbunden und unsere Beute stammt aus Orr. Was ist, wenn das Auge mehr über den Spiegel weiß als wir? Dieses Risiko müssen wir eingehen. Seid alle bereit. Ich spüre, wie sich Saitans Einfluss nähert.
Was auch kommt, es ist tödlich. Ja, das ist sehr beruhigend. Das ist sehr beruhigend. Wie das aussieht, ne? Das Auge. Ihr könnt euch nicht verstecken. Ich sehe alles. Saitans Blick weicht niemand aus. Euer Spiegel gehört dem Drachen. Bald wird alles dem Drachen gehören. Der Spiegel beugt sich seinem Befehl. Es ist ein sehr seltsames Wesen, dieses Auge. Haltet ihn, sonst erhebt sich eine ganze Armee auferstandener. Okay. Oh, Entschuldigung. Konfrontiert das Auge des Saitans. Ja, so viel zum Thema. Kommt Twitch. Da hat halt mein Aufnahmeprogramm jetzt mein Twitch-Alert abgespielt. Der überhaupt nicht in dieser Szene ist. Der dürfte überhaupt gar nicht abgespielt werden. Eieiei. Tatsächlich ist das hier gerade aber sehr einfach. Hey, ich bin gerade im Licht. Kann doch nicht sein, dass wenn ich im Licht bin, der hier auf einmal da sagt so, ja nö. Nicht mit mir. War gemein. Aber? Oh oh. Hallo? Jo. Hi. Ja. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Zu hören. Was hast du angestellt? Was mache ich hier? Oh, aber wir machen halt mittlerweile Schaden. Huh. Guck dir das an. Was wir für schön Schaden machen. Es ginge sicherlich noch viel besser, aber für den Anfang ist das schon mal ganz gut. Nicht so geil wie bei meiner Edle, wenn die auf Full Bersi ist, ja, aber die, wir sind hier erstens nicht 100% auferstanden, sag ich schon, aufgestiegen. Und zweitens sicherlich auch nicht die 100% perfekte Skillo. Aber bin eigentlich ganz zufrieden. Konfrontiert es euch, gruppiert euch neu mit euren Verbündeten. Ah ja, hier, tatsächlich. Hallo, Tekwin. Tekwin, was ist hier los? Kuh! Freut sich, euch zu sehen. Quaggan sind noch nicht an Kämpfen gewöhnt, aber helfen trotzdem. Was bringt euch her? Kennt ihr diese Leute, Kommandeur? Ich wusste nicht, dass Quaggan kämpfen können oder im Pakt sind. Der Kommandeur hat Quaggans Volk gerettet. Und uns gezeigt, dass Quaggan gegen Drachen kämpfen müssen. Quaggan wollen kämpfen. Vielen Dank, Shashu. Wir freuen uns. Uns jagt ein Auge des Saitan und wir brauchen eure Unterstützung. Puh, auf Großauge. Buh, auf Großauge. Zeigt Quaggan, wohin Quaggan gehen und gegen wen Quaggan kämpfen sollen. Quaggan machen es. Okay, ja, alles klar. Finisher hören und Carries. Ja, hier, aber da kommen wir nicht so einfach eben hin. Also wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Wie kommen wir da hin? Ah, vielleicht da lang. Hallo, bin ich nur auf der Durchreise? Okay, ich glaube, die haben was dagegen, dass ich nur auf der Durchreise bin. Vermute, die müssen wir töten. Wey, Stabi! Das ist halt ein Vanilla-Necro, ne? Da hast du halt im Todesschleier keine Stabi. Außer du machst diesen Trade bei Eintritt in den Todesschleier. Aber diese drei, vier Stacks da, die sind halt gleich wieder weg. Lohnt sich nicht wirklich. Tja, RIP! Sehr schön. Ja, mittlerweile können wir uns wehren. Das ist doch sehr gut. Ein bisschen Vergeltung drauf da. Und dann anschließend unterbrechen, damit die Vergeltung ausläuft, bis sie mich wieder angreifen. Ja, ja, Julia, hast du wieder gut gemacht. Hast du wieder wunderbar und gut gemacht. 8000? Habe ich da gerade 8000 gesehen? Oh mein Gott! Hey! Ja, natürlich der Sammelangriff von der 2. Verstandener Arm. Hallo? Darf ich das Schwert bitte haben? Mag die Effekte. Gespannt, wann wir uns das mal erbauen können. Wäre ziemlich cool. Komm, wir YOLO und jetzt einfach mal
Was? Hier einen halben Meter rein, wollte ich sagen. Aber warum Streiftreffer? Ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Es wird wehtun, wenn ich aus dem Schleier komme. Nein, es geht. Okay. Das verstehe ich halt nicht. Warum immer wieder Streiftreffer, wenn ich die vier mache? Das könnte so viel mehr Schaden machen. Aber dann steht da wieder Streiftreffer. Generell, ich habe kein Blind oder so drauf. So steht dann so oft Streiftreffer da. Ja, stirb du auch da. Und natürlich müssten wir halt perfekt an den Gegner rangehen. Zwar ganz ran. Oh, hi. Okay, Karis ist halt einfach mal nicht synchronisiert gewesen. Ist mein Todesschleier ausgelaufen, wegen euch. Sorry. Gib mir mein Todesschleier zurück. Ja, schließt sich nur nicht so 100% der Heal-Spell. Keine Ahnung, ich finde den Heal-Spell irgendwie doof. Ich nutze ihn halt jetzt einfach, weil, ja, besser wie nix. Aber trotzdem. Krieg halt hier ein bisschen Heilung, aber... Weiß nicht. Keine Ahnung. Halte nicht so 100% viel von dem. Hallo! Überraschung! Okay, war. Jetzt wird die kurz noch wegmachen, oder? Ah, voll auf Seitan drauf. Schon im Licht sind, voll drauf. Oder Auge des Seitan, Entschuldigung. Das Auge des Seitan. Ja. Autsch. Sieht aus, als hättet ihr diesmal mich gerettet, Tequin. Ich bin mit diesem Spiegel fertig. Für immer. Dann sind wir schon zwei. Wenn wir den Freunden des Kommandeurs nicht begegnet wären, wäre es übel geworden. Diese Anstrengung war schwer, aber fruchtbar. Dank euch, meine Freunde, können wir nun ein Auge untersuchen. Ist das schlau? Das Auge könnte noch mit Seitan verbunden sein. Selbst tot könnte es noch gefährlich sein. Diese Begegnung beweist, dass wir noch nicht genug über unsere Feinde wissen. Die Erforschung des Auges könnte das ändern. Mein Reden. Ich übergebe dieses Monster meinen besten Forschern. Trefft mich am Vor der Dreifaltigkeit und wir fangen an. Ob das so eine gute Idee ist, ich bin mir dann nicht so 100% sicher. Okay, durch den Spiegel abgeschlossen. Wir bekommen ein paar Waffen und ein paar Beutelchen. Dankeschön dafür. Nee, ich muss eine Belohnung wählen. Entschuldigung. Eine Axt, einen Dolch oder den Dingens. Ja, ich nehme auf irgendwas. Natürlich mit einem Goldie. Ja, exotisch ausgerüstet. Was ich sagen wollte vorhin ist, wir müssen uns, wenn dann schon im Todesschleier, ganz an die Gegner ranstellen, ne? Damit sich das mit den Schaden auch richtig schön lohnt. Denn Todesschleier macht die einen halt mehr Schaden, je näher man dran ist. Also, wir sollen wieder zurück ins Vor der Dreifaltigkeit. Machen wir doch gleich mal. Schön, dass wir uns immer schön brav porten können. Ach, das ist angenehm. Und dann schauen wir mal, was da jetzt so Schönes vor sich geht. Ich wäre auf alle Fälle vorsichtig, was dieses Auge anbelangt. Keine Ahnung. Wird da... Wäre vielleicht ganz gut, vorsichtig zu sein. So, kehrt zum Luftschiff... was zu den Luftschiff-Docks im Vor der Dreifaltigkeit zurück. Geht an Bord des Luftschiffs. Selbstverständlich. On my way. So. Und da sind wir auch schon ins Herz betreten. Im Auge des Betrachters. Das ist ein schönes Wortspiel. Wenn man bedenkt, was das Auge hier ist. Hätte euch gern gesprochen. Weil durch dieses Auge werden wir von Seitan betrachtet. Und wir wollen das Auge aber untersuchen. Das heißt, wir sind in dem Auge dann drin. Ja, das ist ein nettes Wortspiel. Okay, sprechen. Ein beeindruckender Anblick und eine Erinnerung daran, wofür der Pakt kämpft. Ich glaube, unser Experiment ist bereit. Wir sollten wieder hineingehen. Geht voran, Marsch. Luftschiffe sind die Krone aller Schöpfungen des Pakts. Eine Kombination aus Asura, Char und Menschentechnologie. Okay. Entwickelte diese Luftschiffe, um Seitan in jedem Element angreifen zu können. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Der wird zugewunken, okay. Hi. Kommandeur, darf ich euch Professor Gore vorstellen? Ein Vordenker der Theorie, dass die Altdrachen Magie verschlingen. Und Gelehrte Vivian, Expertin der Auferstandenen. Wir werden eine kleine ätherische Ladung durch das Auge des Satan schicken, um herauszufinden, was es gesehen hat. Wir wollen miterleben, was es sah, als wir es töteten. Und da orianische Magie unberechenbar ist, seid ihr hier, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Na, das ist doch nett. Ah, aber Unberechenbarkeit sorgt für Unerwartetes. Das muss nichts Schlechtes sein. Eigentlich werden so die meisten Entdeckungen gemacht. Stimmt. Aber die meisten Entdeckungen beschwören nicht den Zorn Satans auf ihre Entdecker herab. Ganz im Gegensatz zu diesem toten Auge. Wir wissen nicht, was die Manipulation des toten Auges bewirkt. Deshalb sind wir auch nicht im Vor der Dreifaltigkeit. Und deshalb ist der Kommandeur da. Fangen wir an. Okay. Die Aufnahme der ätherischen Infusion, Marshall. Gut. Ätherische Werte normal. Bereit für den Testbeginn. Exzellent. Ich stelle mich mal hier so Schützendeckung hinter diesem Glas. Bin ich sicher und safe. 2, 1, aktivieren. Alle Werte sind im akzeptablen Bereich. Subjekt ist stabil. Es funktioniert. Bestätigt. Projektorstrahl ist feuerbereit. Kommandeur, würdet ihr uns die... Geh mal lieber auf die Seite. Also, aktiviert das Kontrollpult, um den Test zu beginnen. Okay. Ich habe F gedrückt. Entschuldigung. Testparameter gestellt. System betriebsbereit. Test wird gestartet. Brunnen wollte ich eigentlich nicht legen. Wie wissen wir, wann die Resultate verwendbar sind? Wir werden jeden Moment etwas sehen. Seht. Da. Das ist unser Ergebnis. Das hier gerade. Ach so. Auferstandener Mensch. Es funktioniert. Wir sehen das Letzte, was das Auge vor seinem Tod gesehen hat. Soldaten? Wohin marschieren sie? Und warum? Okay. Ist das eine Art untoter Diener? Was trägt er denn da? Sieht wie ein Späher aus. Ein dreckig aussehendes Geschöpf. Was macht ihr da? Irgendeine Kiste. Oh, hi. Satans Agent hat gerade ein mächtiges magisches Artefakt verschlungen. Das habe ich, Professor. Eure Theorie ist bestätigt. Aber was für eine Kreatur war das? Beenden wir erst die Tests, dann kommt die Deutung. Marshall Trahan, seht dort, noch ein Auge. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Kommandeur nach vorne. Das stimmt nicht. Oh oh. Oh, hallo. Ja, Überraschung. Da hat es das Auge zerfetzt. Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Was war das? Das Brüllen und das andere Auge. Es sah uns an, in uns hinein. Satan sieht, was es sieht. Wir sind hier weder fertig noch außer Gefahr. Kommandeur, zu mir. Bin doch schon da. Was willst du denn? Es freut mich, dass ihr hier seid. Noch ein Auge und stellvertretend Satan selbst. Ich spüre seine Gegenwart. Der Drache weiß, was wir tun und wird noch mehr seiner Diener schicken, um uns aufzuhalten. Ich auch. Es ist wie ein Es ist wie ein schmieriger, prickelnder Nebel auf meiner Haut. Satans Diener sind hier. Sie glauben, dass sie nicht aufgespürt werden können, aber ich kann sie sichtbar machen. Das könnt ihr tun. Allerdings, ich fühle die unsichtbaren Eindringlinge um uns herum. Haltet euch bereit. Wenn meine Magie sie sichtbar macht, werden sie sicher angreifen. Tut es, Marshall, ich bin bereit. Lassen wir den Schleier weg, der Satans Diener verbirgt. Seid bereit. Niemand weiß, wie viele sich uns stellen. Aber wir riskieren nicht, jemanden mitzunehmen. Okay, dann mach mal. Okay, nur gar nicht mal so viele.
Da mal einer und da hinten ist nur einer. Oh, ausgewichen, Sauerei. Und da sind noch zwei oder drei, also das sind jetzt nicht so viele. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so die übelste Menge war. Soll jemand nochmal einen Staubsaugermodus aktivieren? Die hier auf der Treppe auch noch kriegen. Und das alles ist Seitan dann. Sorry, aber das war ja gar nichts. Oh, hallo! Okay, wir kriegen also noch mehr Besuch. Alles klar. Wollte ich schon sagen. Ein bisschen wenig. Oh, Pflanzen hier. Dass sich das auch alles hier schön lohnt. Down. Hier noch auferstandenes Gespenst. So. Was? Noch mehr? Ah, hier hinten. Tatsächlich. Kommen noch ein paar. Es sind aber auch nicht viele. Kannst du die nicht alle auf einmal aufdecken? Dann lassen wir die alle auf einmal weghören. Come on. Kannst du das? Oder hast du vor den paar Viechern hier Angst? Ich denke doch nicht. Sehr schön. Ich spüre keine Auferstandenen mehr. Ich glaube, die Luft ist rein. Unsere Funde bedürfen genauer Analysen. Aber zuvor möchte ich euren ersten Eindruck hören. Ich glaube, wir haben nun den endgültigen Beweis, dass der Drache durch diese Augen sieht. Die Ausschläge, das An- und Abschwellen der Magie, alles passt. Wenn Seitan mit diesen Augen sieht, dann ist er vielleicht mit diesen Wesen, die nur aus Mund bestehen. Ich schließe mich dem an. Seitans Agenten dienen als Erweiterung seines Körpers, die seinen Willen ausführen. Die Augen schauen, die Münder verschlingen. Das beantwortet tatsächlich viele Fragen meiner Theorie. Jetzt wissen wir, wie der Drache jagt und frisst. Das ist ein Fortschritt. Wir dürfen nicht aufgeben. Wenn das Töten der Augen Seitan teilweise blendet, dann entzieht ihm das Töten der Münder die Nahrung. Paktspäher haben einen Mund zu seinem Versteck verfolgt. Ich möchte, dass ihr rausgeht und dafür sorgt, dass Seitan Hunger leidet. Oh, alles klar, ich würde behaupten, das kriegen wir hin. Okay, wir sollen die Vorhergehensweise entscheiden. Was habt ihr auf dem Herzen? Wir haben uns um das Auge gekümmert, jetzt ist der Mund dran. Wir haben ein orianisches Wesen entdeckt, das regelmäßig Lieferungen mächtiger magischer Objekte erhält. Es nennt sich Kitamas, was man sehe. Ist das das einzige Ziel? Ja, aber es gibt zwei Wege, um es anzugreifen. Wir können den Mund in seinem Versteck angreifen oder verhindern, dass die Nahrung geliefert wird. Auf jeden Fall wird Seitan eine Mahlzeit verpassen. Ist eine Methode riskanter als die andere? Die Nahrungsversorgung für den Mund aufzuhalten ist sicherer, aber garantiert nicht unbedingt den Erfolg. Ein direkter Angriff ist gefährlicher, aber erfolgsversprechender. Wenn wir davon ausgehen, dass er besiegt werden kann, ich kann ihn besiegen, greifen wir den Mund direkt an. Oder gegen das Unbekannte zu kämpfen, ist zu riskant. Unterbrechen wir die Nahrungsversorgung. Bis jetzt ist sie immer ein bisschen vorsichtiger gewesen, interessanterweise, finde ich. Also wir haben bis jetzt immer so ein bisschen einen vorsichtigen Weg gewählt. So gern ich es direkt machen würde. Weiß nicht, unsere Kleine ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen vernünftiger. Und deswegen würde ich sagen, wir unterbrechen die Versorgung. Einverstanden. Ich veranlasse, dass euch ein Einsatztrupp in der Nähe des Freiwalds in Ohr trifft. Sie werden euch informieren und sind bereit aufzubrechen, wenn ihr ankommt. Wahrscheinlich müssen wir das Auge trotzdem bekämpfen. Würde mich nicht wundern. So, und wir dürfen uns wieder was aussuchen. Ich nehme einfach irgendwas, weil... Wow, und wir haben ein bisschen Glück bekommen. Guck mal hier, 100 Glück. Ist jetzt momentan nichts dabei, was wir großartig brauchen, aber mal schauen. Wir sammeln das jetzt mal alles ein bisschen zusammen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Nächste Folge geht es dann weiter mit der persönlichen Geschichte. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!